Wir sind hier in der Justizanstalt Simmering. Das ist eine unserer Justizanstalten mit hervorragenden Werkstätten. Und hier sind wir in der Schlosserei mit einer Spenglerei. Das gehört alles dazu. Und für mich ist auch wichtig, dass man das der Öffentlichkeit zeigt, weil es schon richtig ist, was Leo Tolstoi zugeschrieben wird, das berühmte Zitat: Wenn man wissen will, wie so ein Staat bestellt ist, dann muss man sich anschauen, wie es im Inneren der Haftanstalten ausschaut. Deshalb ist mir wichtig, im Sinne der Transparenz auch die Anstalten zu öffnen. Wir machen das auch immer wieder. Und es ist extrem wichtig, dass die Öffentlichkeit sieht, was hier tatsächlich geleistet wird, was hier den Insassen auch beigebracht wird. Und das kann auch dazu dienen, viele, viele Vorurteile abzubauen, mit denen wir immer noch konfrontiert sind, bei allen unseren Vorhaben. Viele glauben, in einer Haftanstalt geht es darum, die Leute einzusperren. Schluss aus, das war's. Eben nicht. Es geht darum, mit Menschen zu arbeiten, ihnen was beizubringen, sie vorzubereiten auf die Zeit nach der Haft. Resozialisierung im wahrsten Sinn des Wortes. Und das ist das Allerwichtigste. Und da ist natürlich die Arbeit ein ganz, ganz wichtiger Teil. Da gehört ein strukturierter Tagesablauf dazu. Da gehört vor allem bei jungen Menschen ganz wichtig die Ausbildung dazu. Und da gehört eben auch dazu, dass jeder, wenn irgendwie möglich, etwas lernt, was er später in Freiheit brauchen kann. Dazu gehört aber auch, dass er auch etwas tun kann in der Haft, womit er auch Selbstwertgefühl bekommen kann. Das ist schon auch wichtig. Wenn jemand sieht, was er an schönen Dingen erzeugen kann, wo er mitwirken kann an der Produktion von Sachen und Produkten, die dann auch jemand gerne kauft, dann ist das schon etwas sehr Schönes. Das gilt für jeden Handwerker, der mit Recht stolz sein kann auf seine Produkte, und das gilt auch für diejenigen, die in den Haftanstalten diese Dinge produzieren. Und es sind tolle Sachen, die hier produziert werden. Viel zu wenig bekannt, aber das ändert sich jetzt mit J-Shop.